Tag und herzlichen Dank für die Anmoderation. Ja, ich heiße Elise Bankhofer und darf über dieses Thema referieren heute. Freue mich sehr. Ich würde mal sagen, wir beginnen gleich. Ich bin Lehrerin in Wien in einer Mittelschule. Wir sind in der Unterstufe einer Wiener Mittelschule und ich darf heuer eine erste Klasse betreuen, 10-jährigen Kinder. Ich darf heute aus meiner Praxis sprechen, aber auch ein bisschen theoretische Inputs geben von wissenschaftlichen Studien und Erkenntnissen, die wir über die Jahre ja, bekommen haben. Zuerst mal möchte ich Ihnen mal die Frage, die hoffentlich nicht provokante Frage, aber eine gute Frage: Was möchten wir überhaupt, wenn wir sagen, wir sind Pädagoginnen und Pädagogen? Was möchten wir? Wir sind im digitalen Zeitalter. Wir möchten wirklich, dass die Kinder und Jugendlichen, die wir betreuen, gut betreut werden, dass die gut und gerne lernen, dass sie in der Lage sind und ihre Herausforderungen nicht nur in Zukunft, aber auch jetzt zu lernen, zu meistern. Und zwar nicht nur beruflich, sondern natürlich auch im privaten Leben. Herkömmlich hat es geheißen, dass wir Lehrerinnen und Lehrer standardmäßig, würde ich mal sagen, Arbeitsaufträge erteilt haben. Das heißt, wir haben etwas vermittelt, wir haben etwas weitergegeben in Form von Papier oder in Form von Aufgaben jeglicher Art, wie die Kinder und Jugendlichen das üben und festigen. Oft sieht es so aus, dass wir Arbeitsblätter ausgeben oder wie es zum Beispiel in meinem Bereich ist. Wir haben im englischen Sprachunterricht zurzeit auch Arbeitsbücher oder Hefte, die die Kinder dann haben, die sie ausfüllen. Und wir prüfen ihre Leistungen ab, indem wir einfach Tests machen oder Lernzielkontrollen machen, um zu prüfen, ah, okay, wo steht der Schüler, wo steht die Schülerin. Das ist diese traditionelle, würde ich mal fast sagen, Art und Weise, das mal zu arbeiten. Natürlich wissen wir, weil wir gelesen sind, wir wissen, dass es andere Sachen auch gibt, die wir machen können. Und sehr, sehr viele Menschen, sehr viele vielleicht, die auch hier heute dabei sind, machen das auch. Und zwar, es gibt auch Projekte, es gibt auch Portfolios und es gibt auch individuelle Lernprodukte. Und ich spreche die bewusst an, weil die sind besonders im Kontext der Digitalisierung sehr oft im Gespräch, dass diese Methoden, diese Ansätze besser sind, unter Anführungszeichen, wenn es darum geht, abzuprüfen auf individuelle Art und Weise, dass wir wissen wollen, ah, was denkt der Schüler, was denkt die Schülerin. Wie erreichen wir das? Oft ist es in der Praxis schwierig, deswegen sagen wir, ah, es gibt so viele Sachen, die ich machen muss. Ich habe den Lernplan, es gibt einen Lockdown, ich habe keine Zeit, ein Projekt jetzt zu machen. Wie soll ich ein Projekt machen, wenn wir Lockdown haben? Die Kinder haben keine Geräte, es gibt kein Internet und, und. Ja? Daher ist es oft der Fall, dass wir zurückfallen auf diese Methoden, die wir kennen und die sich bewährt haben über die Jahre. Meine Frage, das ich jetzt stellen möchte, ist: Fördern diese Methoden wirklich eigenständiges Denken? Sind unsere Klassen homogen? Eigentlich nicht. Also bin schon lange im Dienst. Ich habe noch nie eine Klasse erlebt, wo jedes Kind wie das andere aussieht. Auch nicht innen aussieht. Diese Dinge, diese Arbeitsmethoden, die wir verwenden, oft ist es so, dass sie auf eine Art und Weise funktionieren und für nicht wirklich für eine heterogene Klasse oder Lerngruppe gedacht sind. Wir müssen uns denken, welche Gedanken werden oft reflektiert, wenn wir sagen, wir vergeben Arbeitsblätter oder wir geben einzelne Arbeitsaufträge. Oft ist es so, dass die Lehrperson die Fragen formuliert. Oft ist es so, dass es nur eine richtige Antwortmöglichkeit gibt. Und wenn wir ehrlich sind, ist es sehr leicht so. Ich habe das selbst erlebt diese Woche im Unterricht, als wenn ich einen Arbeitsauftrag ausgeteilt habe, hat ein Kind sofort gesagt zum anderen: Ah, ich schicke dir die Antworten am Nachmittag.
sich Kinder und Jugendlichen wissen, dass es sehr, sehr leicht ist, voneinander abzukopieren, und die schauen einfach die Lösungen nach. Ja, Erkenntnisse zeigen, dass wir Menschen anders lernen und anders gut und nachhaltig lernen. Wir sollen wirklich uns bemühen als Pädagogen, Aufgaben so zu gestalten, dass wir wirklich das Lernen nicht nur momentane oder kurzfristige Lernerfolge hat, sondern auch auf lange Sicht einen Lernerfolg zeigt. Wir wissen auch, dass Kinder und Jugendlichen und auch wir Menschen, Erwachsene, lernen durch soziale Interaktion, das heißt in einer Gruppe, und dass wir auch durch Kollaboration auch arbeiten. Oft fruchtet es oft besser, wenn wir in einer Gruppe lernen. Und vor allem lernen wir sehr, sehr gut und nachhaltig und gerne, wenn wir Herausforderungen meistern sollen oder überwinden sollen, wenn wir Strategien entwickeln sollen und Dinge einfach strukturiert und logisch nachgehen. Und auch, möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, wenn wir Fehler machen. Ich glaube, das wird oft nicht berücksichtigt, dass es wichtig ist, es gehört zum Lernprozess, Fehler zu machen. Etwas, was ich einwerfen möchte, ist einen sehr, sehr interessanten Aufsatz, den wir finden. Im englischen Sprachraum gibt es eine Lehrerin, sie heißt Jennifer Gonzalez. Sie hat einen sehr interessanten Artikel geschrieben über die Realität von Arbeitsblättern. Und ich möchte diejenigen von Ihnen, die dabei sind, die gut und gerne Englisch lernen, einfach einladen, es sich anzuschauen, weil sie ermuntert dazu, dass wir wirklich Dinge erstellen, die zum Denken anregen, die individuelle Lernansätze fördern und vor allem personalisierte Lernpfade unterstützen. Sie erklärt es sehr, sehr gut und sehr kompakt in diesem Artikel. Der Artikel ist hier verlinkt. Sie bekommen auch dieses Handout im Nachhinein. Es gibt sehr, sehr viele Alternativen zum Arbeitsblatt, zum herkömmlichen Arbeitsblatt. Es gibt Dinge, die wir machen können, ganz gleich, welches Fach wir unterrichten. Es gibt Podcasts, es gibt Tagebücher, Lerntagebücher, es gibt etwas, was nennt sich Learning Menu oder Lernmenü, interaktive Präsentationen und, und. Ich werde ein paar dieser Beispiele jetzt in der Folge jetzt zeigen. Was ist ein personalisierter Lernpfad? Wie kann das einmal aussehen? Also hier auf der linken Seite können Sie sehen, was ich als Lehrperson, zum Beispiel aus meiner eigenen Praxis, habe ich als Lehrperson das zum Beispiel erstellt, dieses Arbeitsdokument erstellt. Und diesem Arbeitsdokument beinhaltet Aufgaben, aber die Schülerin oder der Schüler kann entscheiden, was er oder sie machen möchte. E oder B oder A oder B. Cat. C-A-T. Ich gebe auch zum Beispiel ein Beispiel oder eine Musterlösung, wie der Schüler, die Schülerin das lösen kann. Also das ist das, was ich gebe als Beispiel, als Vorlage. Und das ist, was zum Beispiel eine Schülerin von mir rückgemeldet hat oder zurückgegeben hat als Ergebnis. Das heißt, die Schülerin, der Schüler hat entschieden zum Beispiel selbst, welche Sachen sie buchstabieren möchte. Panda. P-A-N-D-A. Panda. Dog. D-O-G. Cat. C-A-T. Elephant. E-L-E-F-A-N-T. Wir verstehen es, ja. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen haben hier die Aufgabe, einfach durch dieses Arbeitsdokument selbstständig zu arbeiten, eigenständig zu arbeiten und können ihre Aufgaben einfach wunderbar erledigen. Was sich auch sehr, sehr gut bewährt, wenn wir so arbeiten möchten, sind digitale Arbeitsstationen. So Arbeitsstationen kennen wir, Stationen lernen kennen wir. Aber hier können die Kinder und Jugendlichen einfach selbstständig entscheiden, okay, was gebe ich als Input? Welche Ideen habe ich für diese Aufgabe? Und hier kann man sehen, es sind zwei Beispiele mit Google Jamboard. Dieses Google Jamboard ist ein Tool, ein kostenloses Tool, was zum Google-Paket, Bildungspaket dazu gehört. Und hier können wir zum Beispiel sehen, auch gut, sehr gut, was die Kinder und Jugendlichen im Sinn haben. Das heißt, als grundsätzliche Fragen, drei Fragen habe ich zum Nachdenken für Sie heute. Woran können Sie messen oder wie sieht es wirklich in der Praxis aus, wenn Kinder und Jugendlichen denken? Wie können wir das
fördern? Wie können wir das, welche Lernbeispiele können wir gestalten, dass wir sehen können? Und zwar, wir sollten uns diese Fragen einmal stellen. Welche Entscheidungen treffen meine Schülerinnen und Schüler in der Klasse? Ist es so, dass ich immer vorgebe, was passiert, oder können sie auch mitgestalten? Oder zum Beispiel müssen sie immer meiner Meinung sein? Müssen sie mit mir zustimmen? Müssen immer zustimmen? Und auch eine sehr wichtige Frage, reflektiert mein Lernraum, ob es virtuell oder ein Lernraum ist in einem Gebäude? Das, was ich mag, oder das, was mich interessiert, oder ist es so, dass die Schülerinnen und Schüler auch ihre Interessen auch vertreten sind in dem Lernraum? Entschuldigung. Binden wir sie ein in den Entscheidungsprozess, wie unser Lernraum aussieht? Ja. In der Folge jetzt möchte ich ein paar Beispiele zeigen, von mir, aber auch von anderen, Dinge, die wir gemacht haben im Unterricht, wo wir wirklich die Schülerinnen und Schüler haben das beigetragen, haben das gemacht und haben einfach einen Auftrag bekommen und das dann geliefert. Voriges Jahr im Lockdown hatte ich im Englisch die Idee, dass die Kinder und Jugendlichen ein Jahrbuch selbst gestalten. Das bedeutet, die Klasse hat im Lockdown übrigens den Auftrag, selbst ein Jahrbuch zu gestalten, selbst zu entscheiden, was reinkommt ins Jahrbuch. Und mit Hilfe von Book Creator haben sie ganz wunderbar es selbst gestalten können. Das heißt, ich blieb außen vor. Sie haben sämtliche redaktionelle Freiheiten gehabt und konnten selbstständig das dann auch auf die Beine stellen. War ein sehr, sehr gutes Projekt. Wie sieht ein Portfolio aus? Ein Portfolio ist eine wunderbare Möglichkeit, dass das Kind dann reflektiert über die Dinge, die er oder sie gemacht hat über einen Zeitraum. Hier ein Beispiel von einer Schülerin von mir, wie sie ihr Designportfolio am Ende eines Schuljahres gemacht hat und auch kommentiert hat. Finde ich extrem super, wie sie selbst Stellung dazu nimmt zu den Dingen, die sie selber erstellt hat. Das kann man ganz wunderbar machen. Einfach in ein Programm wie zum Beispiel auch PowerPoint, wenn man zum Beispiel Dinge einbinden kann wie Fotos und Text. Hier können wir sehen, dass es sehr leicht möglich ist, individuelle Lernprodukte zu haben. Hier ist ein Beispiel von einem Buch, ein E-Buch über die Umwelt in Englisch. Hier hat Sophia, eine Schülerin von mir, Entschuldigung, über dieses Thema ein E-Book gestaltet und hat wunderbar auch Audio einbinden können. An dieser Stelle möchte ich auch hier zeigen, ein ganz super Beispiel von einer Analyse, die eine Schülerin von mir gemacht hat. Arbeitsauftrag war, bitte diese App euch anschauen, was kann diese App, und bitte bewertet diese App. Und mehr war es nicht. Mehr habe ich nicht gesagt, und sie haben eigenständig entschieden, diese App übrigens, die App Clips, zu verwenden, um diese App zu kommentieren und zu bewerten. Wir dürfen nicht vergessen, dass Schülerinnen und Schüler heutzutage sehr daran gewöhnt sind, Analysen oder Reviews oder so Bewertungssachen auf YouTube zum Beispiel zu sehen. Ja? Und so sind sie in der Lage, das ist für sie, das ist für sie nicht neu. Sie können sehr, sehr gut das formulieren, was sie gut über eine Sache finden oder schlecht über eine Sache finden. Und hier ist das Beispiel von der App AR Maker, die analysiert wurde von Natalia in dem Fall. Sehr gut. Was sich auch sehr, sehr wunderbar eignet für eigenständiges Denken sichtbar machen, ist App-Prototypen zu machen. Hier ein Beispiel aus dem Designunterricht, wo wir sehen, wie der Schüler eine App-Idee hatte, und er hat es wirklich einmal Prototyp erstellt, wie das aussehen könnte. Und da ist wirklich Denken sichtbar, weil er muss überlegen, wie soll die App aussehen, was gebe ich wohin und wie gestalte ich das, dass der User, die Userin das ganz gut navigieren kann und umgehen kann mit der App. Ganz, ganz super Sache zu machen. Was ich sehr, sehr gerne mache im Englischunterricht jedes Jahr, ist, dass ich Lernvideos oder Lehrvideos machen lasse, dass die Schülerinnen und Schüler selbst erklären, etwas, was im Englischunterricht das Thema ist.
glaube, es ist sehr gut sichtbar, dass die Schülerinnen und die Schüler in dem Fall kurze Sequenzen machen sollte, also zum Beispiel das Verb to be erklären oder einen anderen Grammatikpunkt erklären. Und in dem Fall konnten sie das sehr gut. Kurze Videos erstellen, indem sie etwas erklären. Und wir wissen, dass erklären bedeutet, dass man etwas verstehen muss im Vorhinein. Das heißt, da ist auch sehr, sehr gut sichtbar, was die Schülerin, was die Schüler denkt. Was ich auch gemerkt habe, ist, was auch sehr gut ist, zu sehen, wie die Schülerinnen und Schüler denken, ist, wenn sie zum Beispiel in dem Fall eine Fotostory gestalten. Hier war der Arbeitsauftrag einfach, erstelle eine Fotostory über Cybermobbing. Ihr könnt sehr, sehr gerne ein Happy End gestalten, wo ihr zeigt, wie Cybermobbing aussieht. Und hier haben sie das ganz gut können, in einem Cybermobbing-Workshop das ausleiten, diese Fotostory gestalten. Auch ist es möglich, dass Kinder und Jugendlichen Stories erzählen. Da hier die Story von den Three Little Pigs, haben sie den Auftrag gehabt, einfach diese Story nachzuerzählen. Und das dritte dachte sich hier noch, ich baue ein Haus aus Stein. Da baute ein Haus aus festem Stein, was sehr stabil war. Während es das Haus aus Stein baute, spielten die zwei kleinen anderen Schweinchen mit einem Ball. Finde ich immer sehr, sehr witzig, dass sie das so erzählen, mit einem Ball. Ja, Stories erfinden, Storytelling ist überhaupt ein sehr wesentlicher Aspekt von Englischunterricht oder Sprachunterricht. Hier ein Beispiel von Jasmina, wie sie eine Story, eine Geschichte selbst erzählt hat. Das war 4. Klasse. Ja, wunderbar, wie sie das auch gestaltet hat und auch selber auch animiert und visualisiert hat. Story, das Thema war damals Aliens und Weltall. Wunderbar. Was auch sehr, sehr gut ist, ist, wenn die Kinder auch so Fotoreihen macht. Hier ein Beispiel von Spaghetti für zwei, wo die Kinder auch so Gedankenblasen auch dann hinzu eingebaut haben. Finde ich auch ein sehr, sehr gut gelungenes Beispiel, wie sie selbst eine Story erfinden können. Etwas, was ich auch sehr, sehr gerne mache, sind Breakouts oder Escape Room für den Unterricht. Und warum zeigt das Denken? Warum ist es denkfördernd? Ist es, weil die Kinder und Jugendlichen das alles alleine machen müssen. Sie müssen selbst diese Rätsel, die wir gestellt haben, die Lehrpersonen selbst lösen, ohne Hilfe der Lehrperson. Da sind sie wirklich gefordert, weil man sieht wirklich, man sieht fast, wie sie drauf kommen, was die Antwort ist oder wie sie Strategien selbst entwickeln, um diese Rätsel zu lösen. Finde ich sehr, sehr gut. Sketchnotes ist ein sehr, sehr beliebtes Thema. Auch bei mir habe ich es auch sehr, sehr oft gemacht, im Englischunterricht oder im Designunterricht oder digitale Grundbildung, um zu zeigen, wie die Kinder denken. Hier einmal noch war der Auftrag, erzähle oder verwende ein Sketchnote oder gestalte ein Sketchnote und erzähle über ein Thema, was du selbst aussuchst sogar. Hier auf der linken Seite hat die Schülerin entschieden, zu erzählen, wie ihr Alltag ist. Ja, so, das ist ihr Alltag. Oder auf der rechten Seite hat eine Schülerin entschieden, die Daria entschieden, zu zeigen, wie sie im Burglockenhaus, wie das ausgesehen hat. Eigene Visualisierungen sind immer total toll zu sehen, wie die Schülerinnen denken. Hier war der Auftrag, diesen Spruch zu visualisieren. Und das hat ein 12-jähriges Kind selbst gestaltet, selbst ausgedacht und selbst gezeigt. So sieht es für sie aus im Sinn, wenn sie sich das visualisiert, alte Wege führen nach Rom. Eine meiner Lieblingsbeispiele ist dieses Beispiel hier, hat auch ein 10-jähriges Kind gemacht. Er hat einen Aufsatz gemacht über Kreativität und hat es selbst so animiert und visualisiert, indem er einfach so kurze Aussagen als Einblendetext gemacht hat und so wunderbar gestalten hat. Finde ich total genial, dass er das so gemacht hat, ohne ich habe das ihm nicht gesagt, dass er das machen soll, aber er hat es wirklich selbst entschieden, es so zu machen, finde ich sehr, sehr gut gelungen. Es ist überhaupt etwas, was man erfahren wird oder sehen wird, wenn man als Lehrperson sowas gibt als Aufgabe. Jetzt kommen die Kinder mit ganz, ganz wunderbaren Sachen, die man nie selbst ausdenken würde.
ja, welche Projekte denn werden Sie haben? Es gibt so viele Ideen, die Sie verwirklichen könnten. Hier nur noch ein paar Beispiele von einem Lehrer aus Amerika. Ein Fotografieprojekt hatte gemacht, wo die Schülerinnen und Schüler einfach den Arbeitsauftrag hatten, eine andere Person in der Klasse zu interviewen und ein Porträt zu machen mit Audio, Foto und Text. Ja? Also im Prinzip ein Steckbrief von jemandem in der Klasse oder einer anderen Person zu machen. Ganz, ganz wunderbar. Was haben wir davon? Wir haben auf jeden Fall davon, dass wir differenzieren. Die Kinder lernen auf vielfältige Art und Weise zu denken. Ja? Unterschiedliches Denken ist da, wird da gefördert. Und es ist so, dass wir natürlich individuelle Lernleistungen haben. Wir sehen, wie sie denken und wir sehen vor allem, was sie verstehen. Und wir sehen auch, wir erkennen auch, was fehlt, wo wir dann ansetzen können. Wir bekommen sozusagen hoffentlich, sage ich mal hoffentlich, weil natürlich ist es nie eine Garantie, aber unser Ziel ist es und es wird dann gelingen, wenn wir uns, wenn wir das dann machen. Mutige Kinder und Jugendlichen, die wirklich ganz, ganz topfit sein, wo wir sagen können, dass sie gut sind für ihr jetziges Leben und für ihre berufliche Zukunft. Literatur habe ich, zwei Literaturtipps habe ich für Sie. Dieses Buch und auch dieses Buch sind sehr, sehr gut, Making Thinking Visible. Und ja, das war's. Ich danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Das war ein Impulsvortrag und ich hoffe, dass die Impulse gut und informativ waren für Sie. Vielen, vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Das war ein sehr inspirierender Vortrag und total super Beispiele, also was ja die Schülerinnen geleistet haben, ist fantastisch. Und danke auch für Ihr Engagement. Wirklich super Arbeit, finde ich. Jetzt die Frage an die Teilnehmer. Gibt es irgendwelche Diskussionspunkte? Moment. Ja, danke für das Feedback, weil ich weiß eben nicht, wie das ankommt. Ich sitze da in meinem Wohnzimmer ganz einsam und alleine und freue mich auf Feedback, ja, Fragen, ob es Fragen gibt oder ob ich, ja, bitte. Genau. Es ist dabei noch leer im Chat, beziehungsweise wenn sie wer zu Wort melden will einfach auch auf das Stummschalten aufheben. Ah ja, der Herr Steiner. Ja, Alicia, also du hast uns irrsinnig viele Methoden gezeigt und ich weiß, dass du viele Padlets auch hast, wo diese Tools beschrieben sind. Glaubst, kannst du welche in den Chat stellen oder so? Magst du das? Okay, Tools, ich meine, ja, ich meine, meine Lieblingstools, wie du weißt, sind Quizlet und Padlet. In dem Fall habe ich Book Creator auch präsentiert, du hast recht. Ich habe aber auch die App Clips gezeigt, weil an unserer Schule verwenden wir iPads, also wir haben die App Clips und auch die App Keynote, was auch auf dem iPad auch ist. Keynote ist im Prinzip der Pendant zu PowerPoint, das heißt, alles, was man in Keynote macht, kann man auch in PowerPoint machen, spielt überhaupt nichts dagegen. Weil es darum geht, dass man einfach Kachel- oder Textblöcke und Bilder hat. Also das wären im Prinzip die Tools. Ich kann sehr, sehr gerne auch Book Creator diesen Link mal reingeben. Das ist total super. Book Creator ist ein kostenloses Tool und eignet sich ganz wunderbar für den Unterricht. Also im Prinzip muss man gar nichts erklären, auch wenn ich Book Creator zum Beispiel verwende, erkläre ich kaum was. Und ich sage einfach viel Spaß und probiert es selber aus und sie kommen auch drauf. Und das ist auch übrigens, es fördert auch das Denken, ja, weil ich erkläre nicht immer alles, sondern ich sage, Leute, ich kenne mich nicht aus selber oder ich sage, bitte findet es selber heraus. Also das finde ich total super. Ja. Herzlichen Dank. Ist die Frage geklärt, Herr Steiner? Danke. Super, dann wir müssen nämlich ein bisschen auf die Zeit schauen. Um 35 geht es nämlich weiter. Okay. Herzlichen Dank noch einmal, Frau Bankhofer. Das war sehr inspirierend und weiter so. Super, herzlichen Dank fürs Feedback. Gell? Danke.